diese Woche in Vaticano. Zum Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine erinnern wir uns an die zahlreichen Friedensappelle von Papst Franziskus und die vielen Hilfsaktionen, mit denen der Heilige Stuhl den Menschen vor Ort geholfen hat. Im Interview mit dem ehemaligen Attaché der Ständigen Mission des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in New York erfahren wir, wie der Vatikan die jahrhundertelange Erfahrung der katholischen Kirche nutzt, um die UNO bei ihren Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt zu unterstützen. Abschließend reisen wir in ein wenig bekanntes Heiligtum, in den italienischen Abruzzen, wo unsere Reihe über die Geschichte und Verehrung der Mutter vom guten Rat ausklingen wird. Das und mehr gleich in Vaticano. Am 24. Februar, dem ersten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine, fand in Rom eine Gebetswache für die Opfer des Krieges statt. Auch Kardinal Angelo De Donatis und der Exarch der ukrainischen Katholiken des byzantinischen Ritus in Italien, Bischof Dionisio Lachkovic, nahmen an der Gebetswache teil. Ich glaube, dass der Friede in erster Linie für alle gilt, egal ob man Christ oder Muslim ist. Der Friede ist etwas, wofür sich jeder einsetzen sollte, und deshalb muss die Botschaft des Friedens auf der ganzen Welt auch für alle gelten. Kardinal De Donatis will sich nicht damit abfinden, dass es keine Lösungen für einen echten Frieden geben soll. Der Weg zur Versöhnung sei schwer, aber mit Gottes Hilfe möglich, so der Kardinal. An der Vigil nahmen auch Flüchtlinge aus der Ukraine teil. Für mich als Ukrainerin ist es wichtig zu spüren, dass die Menschen hier in Rom besorgt sind über das, was in meiner Heimat passiert. Es ist wichtig, dass nicht nur Ukrainer kommen, sondern auch Menschen, die die Ukraine unterstützen und für uns beten wollen. Manchmal haben wir nämlich das Gefühl, dass die Menschen meinen, nicht viel für die Ukraine tun zu können, weil sie die Menschen dort nicht wirklich kennen. Aber ich denke, dass auch das Gebet sehr wichtig ist. Wenn wir vereint an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, wird uns Gott erhören. Ich habe viele Freunde, die an der Front sind, und sie sagen immer, dass uns Gott auch im Krieg nicht verlässt. Er erhört unsere Gebete, und ich bin froh, dass wir in Rom zusammenkommen und Gott um Frieden und um unseren Sieg bitten können. Vertreter des Papstes sind in die türkisch-syrische Grenzregion gereist, um den Opfern Hilfe und Trost zu bringen. Die Rettungsmaßnahmen vor Ort sind inzwischen in einen langfristigen Wiederaufbau übergegangen. Am 6. Februar wurden die Südtürkei und Nordsyrien von einem schweren Erdbeben erschüttert. Die Bilanz: mehr als 46.000 Tote. Hunderttausende Häuser wurden bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,8 zerstört, dem mehrere starke Nachbeben folgten. Unzählige Menschen werden noch immer vermisst. In den letzten Wochen hat Papst Franziskus der türkischen und syrischen Bevölkerung immer wieder Trost zugesprochen. Die Liebe Jesu fordert uns auf, uns von der Situation derer berühren zu lassen, die in Not geraten sind. Ich denke besonders an Syrien und die Türkei, an die vielen Opfer des Erdbebens. Am 16. Februar überreichte der neue türkische Botschafter beim Heiligen Stuhl, Ufuk
Ulutasch, dem Papst, sein Beglaubigungsschreiben. Der Papst nahm dies zum Anlass, noch einmal zu betonen, dass seine Gedanken und Gebete in diesem Moment des großen Schmerzes bei dem edlen türkischen Volk seien. Erzbischof Claudio Guccerotti, der neue Präfekt des Dikasteriums für die Ostkirchen, ist vom 17. bis 21. Februar nach Syrien und in die Türkei gereist. Mit dieser Reise wollte er die Nähe des Heiligen Vaters zu den Menschen zum Ausdruck bringen, die von dem jüngsten verheerenden Erdbeben betroffen sind. Im Mittelpunkt des Besuchs standen Treffen mit Bischöfen, Caritas-Mitarbeitern und anderen Hilfsorganisationen. Am Donnerstag, den 23. Februar, brachte Papst Franziskus bei einem Treffen mit Mönchen und Priestern der orthodoxen Ostkirchen seine Solidarität mit den Leidenden in Syrien zum Ausdruck. Mehr als 1 Million Menschen wurden allein in der Türkei obdachlos. Schätzungen des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen zufolge benötigen mehr als 5 Millionen Menschen in Syrien Hilfe. Eine Zahl, die die ohnehin schon große Zahl der Menschen, die in dem Land bereits auf der Flucht sind, dramatisch vergrößert. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind insgesamt etwa 26 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen. In der Fastenzeit hat Papst Franziskus alle Gläubigen eingeladen, den Erdbebenopfern in Syrien und in der Türkei geistliche und materielle Hilfe zukommen zu lassen. Herzlich willkommen zu den Vatikano-Updates für diese Woche mit den wichtigsten Nachrichten vom Heiligen Vater und dem Vatikan. Vom 26. Februar bis 3. März befand sich Papst Franziskus in Fastenexerzitien. Wie der Vatikan mitteilte, hatte der Heilige Vater die in Rom wohnenden Kardinäle sowie die Leiter der Dikasterien dazu eingeladen, in der ersten Fastenwoche auf persönliche Weise an den Exerzitien teilzunehmen. Während dieser Zeit hatte der Papst keine offiziellen Termine wahrgenommen. In einem apostolischen Schreiben hat Papst Franziskus bekräftigt, dass das Eigentum und die Vermögenswerte des Heiligen Stuhls öffentliche Güter und kein Privateigentum seien. Die universale Bestimmung der Vermögenswerte des Heiligen Stuhls verleiht ihnen einen kirchlich-öffentlichen Charakter, schrieb der Papst in seinem Motu Proprio. Das Dokument betont auch das inhärente Recht des Heiligen Stuhls, weltliche Güter zu erwerben und verstärkt gleichzeitig die Zentralisierung der Vatikanfinanzen durch den Papst. Papst Franziskus sagte, dass die Prozesse im Vatikan wegen der schweren finanziellen Misswirtschaft in den letzten Jahren unausweichlich geworden seien. Das Problem sind nicht die Prozesse, sondern die Tatsachen und das Verhalten, die sie bestimmen und schmerzlich notwendig machen, sagte der Papst vor einer Gruppe von Richtern des Vatikans. Der Vatikan befindet sich mitten in einem Prozess, in dem 10 Personen, darunter Kardinal Angelo Becciu, angeklagt sind, die Finanzen des Vatikans veruntreut zu haben. Der Prozess, der im Juli 2021 begann, wird voraussichtlich Ende dieses Jahres zum Abschluss kommen. Papst Franziskus hat der Päpstlichen Akademie für das Leben deutlich gemacht, dass sie vor einer enormen Aufgabe stehe, um die Ethik neuer Technologien wie die Anwendung von künstlicher Intelligenz neu zu bewerten. Der Pontifex forderte die Akademie dazu auf, dafür zu sorgen, dass das wissenschaftliche und technologische Wachstum mehr und mehr mit einer parallelen Entwicklung von Verantwortung, Werten und Gewissen in Einklang gebracht werde. In seiner Ansprache an die Akademie warnte der Papst auch, dass Technologie den menschlichen Kontakt nicht ersetzen könne. Der Heilige Vater hat ein Wunder anerkannt, das nun den Weg frei macht für die Seligsprechung von Elisabetta Martinez, einer italienischen Nonne und Gründerin der Kongregation der Töchter von Santa Maria di Loica. Das Wunder betrifft die Heilung eines ungeborenen Mädchens in Rimini in Italien. Martinez starb am 8. Februar 1991 in Rom. Sie wurde am 13. Oktober 2021 von Papst Franziskus zur ehrwürdigen Dienerin Gottes erklärt.
Das waren die wichtigsten Nachrichten aus dem Vatikan für diese Woche. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm und grüße Sie ganz herzlich. Für EWTN aus Rom, Ihr Rudolf Gehrig. Perdonaci la guerra, Signore. Vergib uns den Krieg, o Herr. Seit dem Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine hat Franziskus den Krieg verurteilt und für ein baldiges Ende gebetet. Herr Jesus, geboren unter den Bomben von Kiew, erbarme dich unser. Doch die Kirche hat sich nicht auf Gebet und geistlichen Beistand beschränkt. Der Heilige Stuhl hat auf diplomatischer und humanitärer Ebene eine eigene Offensive gestartet, um die Not des ukrainischen Volkes zu lindern und der Gewalt Einhalt zu gebieten. Am Tag nach der Invasion hat der Papst in einem beispiellosen Bruch des diplomatischen Protokolls die russische Botschaft beim Heiligen Stuhl aufgesucht, um den Frieden anzumahnen. Es folgten viele weitere Friedensinitiativen und auch das Staatssekretariat hat seine weltweiten Vertretungen genutzt, um sich für eine friedliche Lösung des Konflikts einzusetzen. Das ist vor allem in der heutigen Zeit wichtig, wo wir überall viele Konflikte erleben, angefangen mit dem Krieg in der Ukraine, der uns alle mit großer Sorge erfüllt. Ich denke, dass die Diplomatie ein guter Weg ist, den Frieden in unserer Zeit zu fördern und zu stärken. Kardinal Pietro Parolin hat sich gemeinsam mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella auch darum bemüht, eine Neuauflage der Helsinki-Akte von 1975 auf den Weg zu bringen. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges hatten sich die meisten europäischen Länder erneut zur Unverletzlichkeit der Grenzen und zur friedlichen Lösung von Konflikten verpflichtet. Die Kirche hat auch humanitäre Hilfe geleistet. Viele Organisationen wie die Kolumbusritter, die Caritas oder die päpstlichen Missionswerke haben sofort Aufrufe gestartet, um den Flüchtlingen und den von den Bombardierungen betroffenen Menschen im Land zu helfen. Zwar hat Franziskus wiederholt den Wunsch geäußert, in die Ukraine zu reisen, er musste aber stattdessen seinen Almosenmeister entsenden. Kardinal Konrad Krajewski wurde damit beauftragt, im Namen von Papst Franziskus Hilfe zu leisten. Er ist bereits mehrmals in die vom Krieg zerrüttete Region gereist und hat die Hilfen des Heiligen Stuhls zu den Menschen vor Ort gebracht. EWTN-Korrespondent Colm Flynn ist zweimal in das Land gereist, um über die Not der Menschen dort zu berichten. Natürlich war es sehr schwer geworden, weiterzuarbeiten, weiter zu studieren. Aber ich habe beschlossen, dass es das Beste ist, wenn ich mein Leben einfach weiterlebe. EWTN Ukraine hat nicht aufgehört, aus Kiew zu senden. Und so war es dank Pater Oleksandr und seinem Team möglich, dass die Katholiken im Lande auch weiter Nachrichten erhalten konnten. Es gibt da sicher eine gewisse Spannung, eine gewisse Angst im Herzen der Menschen. Aber wir versuchen darauf zu vertrauen, dass Gott uns helfen wird, besonders in diesen Tagen. Wir versuchen zu verstehen, wie es zu diesem schrecklichen Krieg kommen konnte, der nun schon seit fast einem Jahr tobt. Der Frieden scheint in weiter Ferne zu sein, wie der ukrainische Botschafter beim Heiligen Stuhl feststellt. Ich habe nicht geglaubt, dass es zum Krieg kommen würde. Auch zwei Tage vor Kriegsbeginn wollte ich es noch nicht glauben. Ich war der Meinung, dass das unmöglich ist. Von einem rationalen Standpunkt aus betrachtet, war es etwas, das einfach unrealistisch war. Und dann ist es doch passiert.
Aber so sehe ich das auch mit dem Frieden. Ich glaube, dass der Friede auf irgendeine Art und Weise wiederhergestellt werden wird, wenn wir jetzt auch noch nicht genau sagen können, wie. Ich glaube aber, dass es auf irgendeine Art und Weise bald dazu kommen wird. Das hoffe ich wirklich. Und viele Menschen beten darum. Papst Franziskus hat in jüngster Zeit mehrfach ein Ende des Krieges angemahnt. Doch auch nach einem Jahr Angst und Gewalt ist sein Gebet um Frieden noch nicht erhört worden. Die Mission des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in New York will die jahrhundertelange Erfahrung der katholischen Kirche weitergeben und die Vereinten Nationen beim Bau von Frieden und Gerechtigkeit unterstützen. Wir haben im Januar mit Pater Roger Landry gesprochen. Der Kirchenmann war von 2015 bis 2022 als Attaché der ständigen Mission des Heiligen Stuhls am UNO-Sitz in New York tätig. Er hat uns mehr über die einzigartige Rolle des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen erzählt. Pater Landry, vielen Dank, dass Sie heute Nachmittag hier bei uns sind. Sie haben im Büro des ständigen Beobachters des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in New York gearbeitet. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Ich hatte die Ehre, von 2015 bis 2022 an der ständigen Mission des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen zu arbeiten. Alle Botschaften bei der UNO werden Missionen genannt. Sie werden von ihren jeweiligen Hauptstädten dorthin entsandt. Der Heilige Stuhl hat seit 1964 einen ständigen Beobachter bei den Vereinten Nationen, also einen eigenen Vertreter. 2002 wollte er volles Mitglied werden. Johannes Paul II. Beschloss aber, den Beobachterstatus beizubehalten, damit die Neutralität des Heiligen Stuhls, der ja versucht, allen zu helfen, besser gewahrt werden kann. Der Heilige Stuhl ist als Staat dabei, nicht als Religion. Wir bringen in unsere Arbeit 2000 Jahre katholische Soziallehre ein und die Erfahrung von Katholiken auf der ganzen Welt. Das bringen wir alles ein in die Dialoge, in die Probleme, ja manchmal sogar in die Krisen, denen die Welt gegenübersteht. Das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, dem Auftrag der Kirche gerecht zu werden, allen Menschen überall zu dienen. Die Kirche kann auf 2000 Jahre Erfahrung zurückblicken. Wie wirkt sich das aus, wenn Sie mit Staaten an einem Tisch sitzen, die vielleicht erst vor kurzem gegründet wurden, oder mit Staaten, die sich im Krieg befinden? Was kann der Vatikan, der kleinste Staat der Welt, da tun? Der Heilige Stuhl verfolgt keine politischen Ziele. Die meisten Länder haben politische Ziele und die können sich ändern. Jedes Mal, wenn eine Regierung wechselt, kann der Heilige Stuhl auf seine jahrhundertealte Erfahrung zurückgreifen. Und wenn wir diese Prämissen in die Debatten einbringen, erkennen sie, dass wir versuchen, zum Kern der Gerechtigkeit vorzudringen, dass wir nicht am individuellen nationalen Vorteil interessiert sind. Und das ist immer eine Hilfe. Manche scherzen ja auch, dass der Vatikanstaat das drittgrößte Land nach China und Indien ist, weil wir im Grunde ja 1,3 Milliarden Katholiken auf der ganzen Welt vertreten. Und diese globale Erfahrung beeinflusst natürlich auch den Dienst, den wir der Gemeinschaft leisten können. Paul VI. Hat 1965 über die Arbeit des Heiligen Stuhls und der Vereinten Nationen gesagt, dass die Vereinten Nationen katholisch sind und versuchen, allen Menschen überall zu dienen, so wie es die Kirche seit 1945 tut. Wann wird der Heilige Stuhl eigentlich in der Diplomatie aktiv? Und wie sieht das dann genau aus? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, bei den Vereinten Nationen war der Heilige Stuhl ständig in die aktuellen Diskussionen eingebunden. Obwohl wir ständige Beobachter waren, gab es nur drei Einschränkungen für unsere Arbeit. Und dazu gehörte nicht, dass wir nicht verhandeln konnten. Wir sind also sehr aktiv. Etwa 30 Länder sind regelmäßig an Verhandlungen beteiligt. Wir bringen sozusagen das Licht der katholischen Soziallehre in die Dunkelheit, mit der die Vereinten Nationen oft konfrontiert sind. Und wenn wir das tun, sind wir auch in der Lage, Friedensstifter zu sein. Beispielsweise im Falle von Ländern, die nicht miteinander reden. Wenn es Regionen gibt, die eher miteinander konkurrieren als kooperieren, dann können wir unsere Erfahrung einbringen.
Wir sind überall auf der Welt vertreten und wir können diese Erfahrung und diese Perspektive einbringen, um der Welt dabei zu helfen, über nationale Interessen hinauszugehen und das zu erreichen, was wir als internationales Gemeinwohl bezeichnen würden. Was haben Sie während Ihrer Zeit dort gemacht? Wie sah Ihre Arbeit aus? Es gab sehr viel zu tun. Ursprünglich sollte ich bei der Planung des Besuchs von Papst Franziskus bei den Vereinten Nationen 2015 helfen. Das war viel Arbeit. Ich war auch an der Abfassung vieler Reden beteiligt und habe unser Praktikumsprogramm geleitet. In meinen 7 Jahren dort hatten wir 139 Praktikanten aus 39 Ländern. Ich war Geschäftsführer der Path to Peace Foundation, die einen Großteil der Arbeit der Mission des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen ermöglicht. Ich war an verschiedenen Diskussionen beteiligt, über Themen wie die Geisel des Menschenhandels, die für Papst Franziskus eine große Priorität darstellt. Ich habe alles getan, worum mich die Nunzien bei den Vereinten Nationen gebeten haben. Vielen Dank für das Gespräch, Pater. Danke, Ben. Letzte Woche haben wir die Wallfahrtskirche Mutter vom Guten Rat in Genazzano südlich von Rom besucht. Dort befindet sich die Ikone unserer lieben Frau vom Guten Rat. Im Laufe der Jahrhunderte sind unzählige Heilige und Päpste dorthin gepilgert und alle waren getrieben von einem Wunsch, die selige Jungfrau Maria um Rat zu fragen. Was kann Maria anderes raten, als ihrem Sohn Jesus zu folgen? Denn das ist die Rolle Mariens. Maria muss uns zu Jesus führen, denn in ihm liegt unser Heil. Er ist unsere Rettung und unsere Erlösung. In dieser Woche sind wir in das weniger bekannte Dorf Venere in den italienischen Abruzzen gereist. Und dort haben wir ein Heiligtum besucht, das den gleichen Namen trägt wie die Ikone im Heiligtum, Mutter vom Guten Rat. Doch was ist die Geschichte dieses verborgenen Heiligtums? In welcher Beziehung steht es zur Wallfahrtskirche in Genazzano? Und wie hat es die dortige Christengemeinde geschafft, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten? Die Gemeinschaft betrachtet diesen Ort als eine Art Symbol und damit liegt uns als Stadtverwaltung die Botschaft dieses Heiligtums natürlich auch sehr am Herzen. Venere, was im Deutschen Venus heißt, ist ein kleines Dorf in den Abruzzen, das sich zwar äußerlich kaum von anderen Dörfern dieser Region unterscheidet, aber mit einer ruhmreichen Geschichte aufwarten kann. In der Nähe des Turms, bei dem sich heute das Heiligtum Mutter vom Guten Rat befindet, hat man Funde gemacht, die auf das Jahr 150 vor Christus zurückgehen und darauf hinweisen, dass man hier einen Tempel für die Göttin Venus errichtet hatte, um den Frieden zwischen den Völkern, der Region und den Römern zu feiern. Im Mittelalter wurde der Ort zu einer wichtigen Militärgarnison. Es stellte 1187 Soldaten für die von König Wilhelm II. Und Papst Clemens III. Organisierte Expedition ins Heilige Land. 1581 wurde dort, wo einst der Tempel der Venus stand, das heutige Heiligtum Mutter vom Guten Rat errichtet. Päpstliche Bullen aus dem 17. Jahrhundert belegen das Vorhandensein vieler Kirchen in Venere, die in dem Buch Italia Sacra, Heiliges Italien, des Kirchenhistorikers Ferdinando Ugelli beschrieben werden. Das verheerende Erdbeben von 1915 machte die Region jedoch dem Erdboden gleich. Mehr als 30.000 Menschen starben. Pater Tonino Spanalatte, der Rektor dieses Heiligtums, hat sich mit uns zu einem Gespräch getroffen. Leider wurde das Heiligtum, wie alles andere in der Gegend, durch das Erdbeben zerstört. Anfang der 1940er Jahre wussten die alten Leute noch zu berichten, dass von der Wallfahrtskirche nur die Nische übrig geblieben war, in der sich die Madonna befand. Und von dort ist sie auch nie entfernt worden. Und um diese Nische herum hat man dann eine kleine Holzkirche gebaut. Dorthin sind schon bald sehr viele Menschen gepilgert.
Nach dem Wiederaufbau im Jahr 1949 wurde das kleine Heiligtum wieder zu einem populären religiösen Wahrzeichen und zum Ziel zahlreicher Pilgerfahrten in die Region. Der Überlieferung nach sollen schwangere Frauen und Kinder unter dem Schutz der Mutter Gottes vom guten Rat gerettet und geheilt worden sein. Leider ist das Gotteshaus seit seiner Renovierung in den 1990er Jahren Opfer von Vandalismus, Sakrileg und Schändung geworden. Wir haben in letzter Zeit viel Vandalismus erlebt. Wir sind jetzt gezwungen, die Kirche abzuschließen. Früher konnten wir den Schlüssel stecken lassen und jeder, der wollte, konnte die Tür öffnen und zum Beten hereinkommen. Doch dann haben Vandalen das Glas zerbrochen, das erst vor 2 Jahren eingesetzt worden war. Wir hatten kaum Zeit, es zu reparieren, da wurde es schon wieder zerstört. Wie in Genazzano wird die Mutter Gottes auch hier unter dem besonderen Titel Mutter vom guten Rat verehrt. Aber welche Bedeutung hat dieser einzigartige Titel, der Tausende von Pilgern veranlasst hat, den beschwerlichen Fußweg auf sich zu nehmen, um hier auf diesem Hügel den Rat der Mutter Gottes zu suchen? Wir müssen uns nur die Ikonografie der Mutter Gottes ansehen. Sie hat ihren Sohn neben sich. Aber wenn man das Gesicht der Mutter Gottes genau betrachtet, dann sieht man, dass sie nicht auf ihren Sohn blickt, sondern auf den Betrachter. Sie blickt auf uns, die Gläubigen, zu ihren Füßen. Die Mutter Gottes schaut uns direkt an. Und das ist sehr schön. Sie folgt uns wirklich mit ihren Augen. Und mit der Hand zeigt sie auf das Jesuskind, auf ihren Sohn. Was ist also der Ratschlag, den Maria uns gibt? Sie rät uns, zu ihrem Sohn zu gehen. Unter dem Blick der Mutter Gottes von Venere haben unzählige Pilger Zuflucht und Rat gesucht. Und damit endet unsere Serie über die heiligen Heiligtümer, die die Verehrung der Mutter vom guten Rat vereint. Obwohl beide Heiligtümer eine sehr unterschiedliche Geschichte haben, sind sie doch ein Zeugnis der seligen Jungfrau Maria, die zu ihren Lebzeiten viele schwierige Entscheidungen treffen musste.